Na gut, ich fahre mal hin auf Verdacht, dass ich falsch fahre. Dass ich dort nicht hin muss. Und wie siehst du das, wenn du das auswählst? Was denn? Eigentlich? Er sagt mir, in Drummond Island muss ich das holen. Betonblöcke und Stahlträger, oder? Nicht, weil. Ich warte. Da ist auch das kaputte Sägewerk. Wir haben dann Betonblöcke, sagt er mir, bei Lagerhaus und. Und Stahlträger auch. Aber ich schicke mich nach Drummond Island. Wann? Mich nicht. Okay, dann Lagerhaus. So. Wir werden dann mal da anhängen. Also ich meine das Lagerhaus, nicht Drummond Island, sondern das Lagerhaus unter Drummond Island. Dort schickt er mich hin. Anscheinend. Genau, das ist daneben. Okay, weil es gibt nämlich bei der Smithville-Brücke auch ein Lagerhaus, das hat mich jetzt irritiert. Aber ich schicke mich dorthin zum Abholen. Smithville-Brücke, gibt es noch ein Lagerhaus? Mhm. Ah ja. Aber dort schickt du mich nicht hin. Ich hab glaubt, er schickt mich zu der Talsperre. Also Portal. Man kann von Drummond Lake, von Drummond Island auch nach Island Lake durchfahren, das weiß ich, dass das geht. Jetzt starten wir mal ins Stream und dann werden wir mal schauen, dass ich auch einen Anhänger habe. So Leon, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe. Snowrunner, mit dabei ist der liebe Aimink. Ja. So. Gut, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich war ja schon einmal da drüben. Da war jetzt immer wieder. Da hat er mir das jetzt nicht ausgewählt. Ich habe gesagt, das da will ich. Da musst du anscheinend den Schiebeauflieger zuerst machen, bevor ich das machen kann. Wer sagt mir das? Nur den Schiebeauflieger. Ja, sei ja. Ich bin erst bei Punkt 1. Also. Er hört mir nicht zu, der Junge. Na gut, ich muss das aber sowieso holen. Ich hole das trotzdem einmal. So, wie schaut man da aus? Wo muss das hin? Da. Step oder der Britschenaufleger mit 5 waren. Scheiß die Wand an. Das geht sich sogar gut. Ich da einfach gerade, also als rechts. Nur die Kurve. Bin ich schon da. Rang 1. Alles gelöscht. Wie gesagt, wie wir gesagt haben. Ja, leider Spielstand gelöscht. Deswegen fange ich rangmäßig und so weiter vorne an. Botschaft. Botschaft eben, genau. Den Truck habe ich immer noch leisten können. Den habe ich immer wiederholen können. Passt. Schau mal, vielleicht müssen wir Lasker dann eh noch. Nein, das ist keine Idee. Was? 10 mehr war das. Was denn? Na, ob wir bei mir weiterspielen hätten müssen.
Nee, ich habe aber gesehen, Alaska gibt es Erweiterungen. Was, Alaska gibt es Erweiterungen? Glaube ich. Nein, aber die dritte Karte kannst du ja erst ab Stufe 10 oder so spielen. Das habe ich gemeint. So. Aber es ist die dritte Karte. Das ist in Alaska, du bist nicht bei der ersten, oder? Ja gut, aber so viele Aufträge wird es nicht geben, dass du da jetzt 10 bist. Das meinte ich. Achso, glaubst du nicht? Wir haben ja schon so viele Aufträge gemacht. Wir sind weit über die Hälfte schon. Okay. Hoffentlich geht sich das aus. Wie gesagt, ist ja egal, ist ja eh Alaska noch dazwischen. Hab ja gar gesagt, ist egal. Eh noch Alaska noch. Ja. Ich bin geschissen gefahren. So kennt man das. Weißt du, wie lost ich bin? Mein, du weißt das, aber wie ich das Tutorial gefahren bin, ja? Du hast ja am Anfang, wenn du das Tutorial fährst, hast du ja nach der Tankstelle in einer Stadt diesen Fluss. Mhm. Wo du mit einem normalen Scout nicht drüber kommst, weil du da absaufst. Ich bin jetzt drauf gekommen, dass man da nicht nur rechts runterfahren kann, sondern dass man da links auch vorbeifahren kann. Habe ich jetzt nicht so im Kopf. Weißt du, dass ich mich da im Versuch hier umzudrehen verfangen habe? Im Wald. Dass das Lenkrad locker wird. Vielleicht schaffe ich es aber. Wenn ich das Salve nicht da loslösen kann. Das ist die Autos, habe ich ja dann eigentlich auch nicht, die wir alle gemeinsam freigeschalten haben. Kann man sie freigeschalten? Oder? Autos hast du sowieso nicht. Ah, nein, Blödsinn, die werden das durch die Levelfortschritte freigeschalten, manche. Vergiss es, das meinte ich. Upsi, das ist ja richtig dumm, wenn ich gefahren bin. Eieiei. Kommst nicht hin? Nachdem ich jetzt querfeld eingefahren bin, weil ich das mal zurückschieben nicht mehr so hingehört habe, bin ich jetzt quasi genau bei einem Sumpf rausgekommen. Okay. Ja. Das heißt, das dauert wohl noch länger. Dauert ein bisschen noch, ja. Es geht zwar voran noch. Stehen bleiben darf ich nicht, habe ich gemerkt.
Weißt du was, ich werde, wenn du eh länger brauchst, das Überbrückung, werde ich mal die... Na gut, bis du dort oben bist und da wieder unten bist, da bin ich schon längst dort. Achso, dann weil ich jetzt vom Lagerhaus gespielt Holzplanken geholt und hätte Smithville-Brücke mal gemacht. Kannst du auch machen. Aber ich meine nur. Also das ist jetzt nicht so. Achso, nur wie du magst. Na, wie du magst. Deine Mission. Ich mach mal die Holzplanken. Hob Nummer 155 Meter. Ich fahre jetzt quer durchs Sumpfgebiet. Achso, und dann gibst du den schon ab. Ja. Bin. Astro. Ich dachte, du musst den Astro. Nein, Kohl habe ich ihn schon. Ich bin ja schon in allen Leg. Achso. Na, dann blockiere ich sonst wieder. Wenn ich da nicht weitermache, dann mache ich dann Mission halt weiter. Statt das Missbild. Kommen wir gleich. Das ist eben das Benzinproblem. Bei dem wir nicht so ja, gut, schwere Routen nehmen. Dein Truck, ne? Schon wieder nur mal die Hälfte. Hast du das gehört, dass du irgendwo einen Benzinkanister mitführen kannst oder so? Na, hab ich vergessen. Das ist das, wo es dort keine Garage gibt, gell? Genau. In der anderen zwei gibt es keine Garage mehr. Weiß ich, wenn man sie biegen muss, weit. Wieder zum Fahren. Ich glaube, das war ja das Level, wo wir über Tankwegen hingestellt haben am Weg. Am Anfang, glaube ich, haben wir einen. Weil den findet man ja dann am Anfang und den haben wir dort hingestellt. Ja. So! Fester Untergrund ist immer gut. So. Nice. Übrigens, hier ist auch L-Licht. Ja, ich sage, das Logischste vom Logischen. Nur in 7 Days sind. Ja, in 7 Days ist alles anders. Vielleicht kann man sich das aber umbelegen. Ja, sicher kann man sich umbelegen. Aber von der Grunddings ist es normal immer schon L-Licht. Ja.
letzten LS-Trip bin ich jetzt auch endlich drauf gekommen, wie man Blinker einschaltet und ausschaltet. Die habe ich nicht mehr belegt. Aber ich glaube, Warnblinkanlage geht nicht. Oh, gibt's auch. Ah, gibt's auch. So, ich hoffe jetzt nur, dass die Betonblöcke nicht so groß sind, dass ich alles transportieren kann. Okay, das kann ich ja nicht. Bitte? Ich wollte was probieren. Das war ein. Aber kein guter Versuch. Okay, was dann? Oder einen Anhänger ziehen, wo ich nicht selber den Sattelzug braucht. Aber das funktioniert nicht. Gibt dann. Der auch nicht? Nein, nein, der kippt dann gleich. Das habe ich eben versucht. Okay. Aber ich habe gesehen, so Holzaufträge haben wir viele eigentlich jetzt da. Es geht ja um dieses Sägewerk. Ja. Der Karte so generell Holz sägen und so. Ich glaube, sowas wird es auf jeder Karte geben, dann irgend so ein Spezialdings. Aber das Expedition-Rad überlegt man wirklich stark. Auch weil das ein Spiel ist, was man echt mit Lenkrad wieder machen kann. Auch. Boah, Scheiße. 208 Schaden auf einmal. So, kommen wir gleich wieder. Jupp.